Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur 32. Schwangerschaftswoche. Ich habe diese Woche sturmfrei, mein Freund ist eine ganze Woche weg und wir wohnen jetzt in dieser Wohnung seit 4 Jahren und das ist noch nie passiert, dass ich eine Woche sturmfrei hatte. Und ich kann euch sagen, es ist sehr, sehr, sehr schön und ich genieße es total, aber manchmal kommen auch so Gedanken wie krass. Das ist jetzt erstmal vorerst das letzte Mal, dass du hier völlig alleine bist, ohne Freund und nur mit dem Hund und ja, bald ist Freund und Kind noch da. Aber ich freue mich drauf. Das kleine Baby-Update. Jo, es wächst und gedeiht und wächst und gedeiht und ist fleißig am Treten. Hat jetzt auch schon alle 5 Sinne und geht sozusagen in der Gebärmutter so ein bisschen auf Entdeckungstour. Das bedeutet, es übt Atmen, es probiert das Fruchtwasser, es lauscht unserer Stimme und das finde ich immer noch so ein bisschen abstrakt, dass es mich so wirklich hören kann. Ja, und es bewegt sich auf jeden Fall fleißig. Ich spüre das und das ist auch schön. Es ist irgendwie immer schön beruhigend. Wenn man das Kind spürt, ist alles in Ordnung. Ich weiß leider gerade nicht, wie es liegt. Wir neigen uns ja langsam so ein bisschen dem Ende der Schwangerschaft zu und bald sollte es ja mit dem Kopf nach unten liegen. Es lag auch schon mal mit dem Kopf nach unten. Dann hat es sich wieder gedreht und ich war jetzt diese Woche bei der Hebamme, die konnte es mir auch nicht so wirklich sagen. Es versteckt sich da immer gut. Das ist echt lustig. Bei jeder Untersuchung versteckt es sich, versucht wegzugehen und ich hab Bock drauf. Body Update! Ja, denken schon alle irgendwie, nächste Woche ist es soweit, aber nein, noch 8 Wochen muss ich warten, bis was rauskommt. Ja, meine Beschwerden halten sich sehr in Grenzen. Was extrem geworden ist, ist Sodbrennen. Da muss ich halt wirklich mega krass auf meine Ernährung achten. Also ich merke es, wenn ich was Fettiges esse oder zu viel Süßes oder die Kombi, dann habe ich halt einfach Sodbrennen. Ne? Ist dann auch nicht sehr verwunderlich, muss ich mich halt erst echt ein bisschen am Riemen reißen. Und ansonsten, was ganz gut hilft, ist Eis. Mir hilft irgendwie Eis. Weiß auch nicht warum. Und für den Notfall habe ich mir was aus der Apotheke geholt. Und ich habe jetzt noch den Tipp bekommen, mir staatlich Fachinger Mineralwasser zu kaufen. Angeblich, wenn man das trinkt, das Stille, man soll ja auch keine Kohlensäure zu sich nehmen und ich trinke nur Kohlensäurewasser, soll das Sodbrennen auch besser werden. Außerdem war ich diese Woche beim Osteopathen, weil ich seit eigentlich Monaten einen ganz gewissen Schmerz habe. Er war immer hier unter der Brust. Meistens, wenn ich lange am Laptop saß, kam er und ist einfach nicht mehr gegangen, bis ich halt irgendwann abends ins Bett ging und am nächsten Morgen aufgewacht bin und dann war er meistens wieder weg. Und ganz schlimm war es auch, wenn ich auf der linken Seite im Bett lag. Und das ist halt scheiße, weil auf dem Rücken kann ich nicht mehr liegen. Das tut dann in den Lendenbereich voll weh. Rechts soll man nicht liegen und links hatte ich dann diese krassen Schmerzen. Deswegen war die letzte Woche des Schlafens ein bisschen anstrengend. Und jetzt war ich beim Osteopathen und habe ich echt 1 Million Fragen gestellt. Auch ob ich irgendwelche Unfälle mal früher hatte. Es ist nämlich wirklich so, dass wenn man schwanger ist, ja das ganze Gewebe weicher wird. Und manchmal solche Unfallverletzungen, die wir vielleicht gar nicht mehr gespürt haben, die eigentlich schon weg sind, durch die Auflösung des weichen Gewebes plötzlich kommen. Das ist natürlich auch der andere Fall möglich, dass man sonst immer Rückenschmerzen hatte und dadurch, dass das Gewebe jetzt weich ist, keine mehr hat. Aber ich meine mich nämlich auch zu erinnern, dass ich beim Surfen mal eine Rippe hier mal geprellt hat und er hat auf jeden Fall festgestellt, dass ich im Rücken hinten ganz viele Blockaden habe und hat die alle gelöst. Und ich muss sagen, der erste Tag war schon viel besser. Oh, ist eine Erleichterung. Und er hat auch festgestellt, dass ich total verschleimt bin. Hat sie so rumgedrückt. Und hat mir mega Tipp gegeben. Ich soll in meinem Schlafzimmer die nasse Wäsche aufhängen, kurz bevor ich schlafe. Dann ist viel Feuchtigkeit in dem Zimmer und meine Atemwege sind freier. Total der simple Trick. Bin ich alleine nicht drauf gekommen. War mega gut. Echt. Ich habe so gut geschlafen diese Nacht. Habe die Wäsche schön aufgehängt. Oh, das war echt geil, war sehr happy darüber, über diesen Tipp. Ja, und heute möchte ich ein bisschen über das Thema Babybauchfotoshooting reden. Wer mir auf Instagram und auf Facebook folgt, der sieht, dass ich ja da immer einiges poste. Ich finde das richtig schön und ich bin auch überrascht, dass ich das so schön finde, wie sich der Körper verändert und auch dieses ganz andere neue Körpergefühl, das ich irgendwie in der Schwangerschaft habe. Deswegen fotografiere ich das gerne. Ich zeige es auch gerne. Ich zeige es auch gerne ohne viel Klamotten, was natürlich auf dem Social-Netzwerk manchmal zu komischen Fragen und Abwertungen führt. Aber hey, das ist mein persönlicher Kanal und jetzt bin ich halt mal schwanger, also müsst ihr auch damit durch.
Ja, zum Thema Fotos. Ich habe halt das große Glück, dass ich ja halbe Fotografin selber bin und ganz viele Fotos einfach mit dem Selbstauslöser immer mache. Ich habe eine Kamera, ich habe ein Stativ, ich kann meine Kamera mit meinem Handy verbinden, sehe mich und kann dann wunderschöne Fotos ganz alleine von mir machen. Das ist wirklich ganz praktisch. Ich bin auch im Januar nochmal ins Warme gefahren, weil das ist ein bisschen der Nachteil an einer Winterschwangerschaft, dass es immer kalt ist, man immer so vermummelt ist und man halt gar keine schönen Fotos machen kann, mal so ein bisschen mit Kleidern. Deswegen war Portugal eigentlich mega cool, dass das nochmal geklappt hat und ich da schöne Fotos machen konnte. Und ich hatte das ganz große Glück, dass ich mit meiner Freundin Farina in Portugal war, die auch Fotografin / Videografin ist und die mir was ganz, ganz Besonderes gemacht hat, nämlich ein kleines, wie nenne ich es, Schwangerschaftsvideo, so als Andenken. Mega schön. Ich möchte es euch kurz zeigen. Du sollst es also sein. Das größte Abenteuer in meinem Leben. Der Mensch, der alles auf den Kopf stellt und wofür ich dich jetzt schon liebe. Was wäre das Leben ohne Herausforderungen und Veränderung? Nichts. Absoluter Stillstand. Seit 7 Monaten liegst du unter meinem Herzen, aber eigentlich ist dein Platz schon mittendrin. Ich kann dir jetzt schon versprechen, dass auch auf dich ein Abenteuer wartet. Ich liebe das Reisen. Ich liebe die Welt und ich will sie dir zeigen. Ohne Angst, mit Neugier und voller Vorfreude sollst du ihre Schönheit entdecken und ich werde immer an deiner Seite sein. Schon jetzt hast du mir so viel beigebracht und gezeigt. Allein das Gefühl, jemanden bedingungslos zu lieben. Ich freue mich, jeden Tag immer mehr und mehr auf den Moment, in dem du zum ersten Mal in meinen Armen liegst und ich mit dir eine ganz besondere Reise antrete. Unsere Reise. In Liebe, deine Mama. Ja, Farina ist eigentlich Hochzeitsvideografin. Ich verlinke sie unten mal. Wenn ihr heiratet und ein richtig schönes Video so in dem Stil haben wollt, könnt ihr euch da auch gerne melden. Und ja, ich war sehr, sehr glücklich über dieses Video und auch, dass sie mir so ein paar schöne Fotos gemacht hat, weil es ist ein richtig schönes Andenken. Es gibt aber bestimmt auch in eurer Stadt, in eurer Region viele Fotografen, die sich auf das Thema Schwangerschaft, Babybauch spezialisiert haben. Also ich finde Fotos im Studio immer grauenvoll, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich finde es halt viel cooler, wenn man das irgendwie in einer natürlichen Umgebung macht, zu Hause oder halt eben schönes Hotelzimmer eignet sich auch. Ja, oder in der Natur eben. Ja, und am besten, wenn ihr wirklich so ein Babyshooting plant, kann ich euch wirklich sehr empfehlen, als Vorbereitung bei Pinterest mal ein bisschen zu gucken. Einfach in die Suche mal Schwangerschaft, Pregnancy, Baby, Bauchshooting oder irgendein Kram einzugeben. Da kommen ganz viele schöne Fotos und da könnt ihr euch ja schon mal so ein eigenes kleines Moodbild machen, wie ihr halt gerne die Fotos haben wollen würdet, in welchem Stil. Instagram ist genau das gleiche, da könnt ihr ja mal so ein paar Hashtags abgrasen und suchen, was es da für Fotos gibt. Da kommt man auch echt auf ganz viele schöne Schwangerschaftsfotos und ich glaube, das ist für einen selber ganz gut zu wissen, was man möchte, wenn man so ein Shooting plant und auch bezahlt und auch für den Fotografen dann auch einfacher. Und der kann dann sagen, okay, ja, der Stil, der taugt mir, so kann ich auch fotografieren oder nee, das ist gar nicht mein Stil, ich mache jetzt nur Studiofotografie. Ehrlich gesagt überlege ich mir noch, aber also eigentlich ist es sicher, möchte ich gerne ein Geburtsshooting, eine Geburtsreportage. Das ist ja eigentlich ein ganz intimer Moment und solche Momente genieße ich eigentlich gerne nur für mich in meiner Erinnerung, in meinen Gedanken. Aber ich glaube, das Schicksal hat mir jemanden geschickt und das kann ich nicht ignorieren. Ich habe bei meinem Stoffwindelkurs eine ganz nette Fotografin kennengelernt, die Cindy. Die fotografiert mit ihrem Mann zusammen. Auf Instagram könnt ihr euch das mal anschauen. Das ist Cindy und Kai Fotografie. Hier unten seht ihr es. Und ja, die fotografieren zusammen und haben sich so ein bisschen auf Schwangere, / Geburt, / Familien spezialisiert. Also zum Beispiel begleiten sie halt wirklich eine Schwangere mehrere Stunden, so ein bisschen durch den Alltag, wie sie durch den Kiez läuft, durch Berlin, durch die Natur, wo sie immer halt auch ist. Und machen auch Familienreportagen, kommen dann halt mit dem, also wenn das Baby schon zu Hause ist, für einen halben Tag, einen Tag mit in die Wohnung und machen da halt ganz natürliche, schöne Fotos, was ich total toll finde, weil, wie gesagt, ich hasse Studiofotografie. Oder was sie auch machen, ist halt diesen ganz besonderen Baby-Glow einfangen. Also so, ich glaube,
ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden, 48 Stunden, bis nach der Geburt sieht das Baby noch ganz anders aus und dann entfaltet es sich sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes. Und die ersten Stunden sind halt ganz besonders. Und die Cindy hat jetzt auch 2 Geburtsshootings gemacht und ich fand die Bilder einfach so wunderschön. Und ich glaube, man ist da selber so im Delirium, dass man das alles nicht mitbekommt und ich es doch irgendwie schön finde, da so ein Andenken zu haben. Ja, und deswegen hoffe ich, dass alles klappt. So eine Geburt ist ja immer ein bisschen spontan und sie kommen kann und ich ein kleines Geburtsshooting bekomme, das ich euch natürlich zeigen werde. Ansonsten schaut euch wirklich gerne mal auf dem Instagram-Kanal um. Es ist wunderschön, die beiden sitzen in Berlin. Und ja, ich kann es euch empfehlen, wirklich viele, viele Babybauchfotos zu machen, denn das ist was ich immer wieder höre von Freundinnen, was sie so ein bisschen bereut haben, dass sie zu wenig Fotos von sich und ihrem Bauch gemacht haben und ja, das sehr schade finden und also, ich habe genügend Bilder und möchte euch hier so mein kleines Best-of zeigen. Ja, also ich muss sagen, ich habe mich halt in der Schwangerschaft in meinem Körper total wohl gefühlt. Ich habe auch neulich mal die Frage bekommen, ob ich mich nicht ab und zu wie ein Walross gefühlt habe. Und ich so, nee, überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe mich besser gefühlt denn je. Und ich glaube, alle Fotos, die ich so gemacht haben, strahlen es auch ganz gut aus. Und ja, ich freue mich, dass ich sie als Andenken habe. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Habt eine tolle Woche. Ich freue mich über Kommentare, Likes, Abonnements, wenn ihr einer Freundin diesen Kanal empfehlt. Und ja, es geht heiter weiter. Noch ein paar Wochen haben wir. Tschüss!